Hallo liebe Gaming-Freunde und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Das Projekt, was Beyond Two Souls ablösen wird. Ich drücke mal kurz auf Start. es ist 4. Dieses Spiel habe ich schon mal vor, ach Gott, ich weiß gar nicht wann das war, vor einer halben Ewigkeit habe ich schon mal angefangen zu Let's Playen, habe es dann pausiert, bis ich es dann letzten Endes komplett vom Kanal entfernt habe und ich gesagt habe, dass ich es irgendwann nochmal neu mache. Das wird jetzt der Fall sein, deswegen, das wird witzig, denn ich habe dieses Spiel schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich weiß noch in etwa, was man da machen muss, grob, aber vieles habe ich vergessen. Man könnte schon fast sagen, es wird, ja, semi-blind, kann man schwer sagen. Kann sein, dass ich mich das ein oder andere Mal erschrecken werde, und theoretisch hätte sich hier eine Facecam hätte eine Facecam gut gepasst, aber hey komm, ich lass den mal weg. Vielleicht im zweiten Teil, denn ich werde natürlich die 4-Reihe komplett machen, also 4, 1 bis 3. Gut, außer die Addons, die mache ich nicht, weil ich sie einfach nicht habe und ich sie mir auch nicht holen werde. Ich böser, böser Junge. Gut, ich würde mal sagen, wir legen direkt los mit der Kampagne und wählen natürlich unsere Festplatte aus. Gut, neues Spiel, extrem Schwierigkeit, ja natürlich. Standard. Wir machen Mittel, komm. Situation: Eine hohe Alarmstufe wurde ausgelöst. Mission: Das Fear-Team hat sich zur Notfall-Einsatzbesprechung zu melden, um die Situation zu besprechen. Sie wurden gerade als Frontmann zu der neuen Einheit versetzt. Dies ist ihr erster Einsatz bei Fear. Intervall Nummer 1, Beginn. Ach, das wird schön und ich weiß jetzt schon, dass ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen muss, denn wenn man mehr Call of Duty und Battlefield zockt, hat man diese Steuerung drin oder ähnliche Spiele, die so eine ähnliche Steuerung haben wie Call of Duty oder Battlefield und dann ein Spiel spielt, was steuerungstechnisch doch ein bisschen anders ist. Es könnte witzig werden. Okay, fangen wir an. Checkpoint wird gespeichert. Das ist schön. Im Jahr 2002 gründete die US Army eine geheime Einheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Raccoon. Sierra Entertainment präsentiert. Ein Monolith Productions Spiel. Tötet sie.
Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut, na gut. Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's dann. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken ihn in den Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich glaube, der kommt zurecht. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung? Nein! Wo bringen Sie ihn hin? Du wirst Gott unter Menschen sein. Na, das wird ja spaßig. Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken. Ja gut, das haben wir schon mal gelesen. Durchsuchen Sie das Gebiet nach Spuren von Paxton Vettel. Ja, wenn es sein muss. Und du chillst seine Base, ja? Oh. Das ist das, was ich meinte. So, was war nochmal? Okay. Die Störung wird mich... Was? Okay, das war ein bisschen übertrieben, aber gut. Na, ich bin mal gespannt, wie wir hier zurechtkommen. Können wir hier einfach den Eingang benutzen? Ich denke mal eher nicht. Na, hier liegt nichts rum. Oh, man kann nicht sprinten, das wird... Interessant. Zum Aktivieren X drücken und gedrückt halten. Hallo Ratte. Oh Gott, kann ich da noch ein bisschen... So ein bisschen die Empfindlichkeit mal runter, das ist ja... Okay. Unsere Steuerkreuz, um ihre Helmlampe zu aktivieren, liebend gerne. So. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Suchen Sie einen Weg drumherum. Ja, ich versuch's. Was haben wir hier? Gott, mit Steuerkreuz kann man sich zur Seite lehnen. Ach, du grüne Neune. Yeah, Energieboost. Aber Medikits liegen hier, glaube ich, noch nicht rum, ne? Ah, ja. Kann ich hier auch noch? Okay, nö, ist blockiert. Warum hätte ich auch da durchgehen können? Ich meine, hey... Ja, Art zum Springen habe ich auch rausgefunden. Da ist blockiert. Hm.
Alles klar. Na, Jung, was geht? Warum bringen Sie mich hierher? Warum bringen Sie mich zurück? Weil, ist so? Ich habe auch nicht danach geschrien, dass du zurückkommst. Schlag mir doch mal die... Klatsch mir nur mal die Tür vor der Nase zu, du Sack. Ach, das wird ein Spaß. So macht man das. Hier geht alles kaputt. Was? Graffiti sind immer noch in Mode. Naja, gut. Kollege? Moment mal. Das ist aber schön, dass mir... Ja. Fertig? So halbwegs. Los! Na, Kollege? Da ist er weg. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Ich war dabei. Aha. Das ist ja schön. Oh. Jeden Bier brauchen wir hier. Bin unterwegs. Offenbar kommen wir zu spät, Boss. Nur noch Reste. Das Signal des Senders kommt ganz aus der Nähe. Er muss hier irgendwo sein. Ich warte hier auf Jin. Sehen Sie sich um. Okay. Okay, von da kamen wir ja logischerweise, ja. Gut, gut. Ja, Mann, nerv mich doch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hi. Komm raus, wo auch immer du bist. Oh, Mann. So. Aber an sich eine schöne Stadt. Das muss man ja auch mal loben, oder? Aber nun gut, dann suchen wir weiter in Paxton Vettel. Der soll, wenn er hier noch irgendwo ist, dann kann er ja nicht weit sein, ne? Na gut, aber ich weiß ja, wo er kommt. Na, Kollege? Voll auf die 12. So ein Drecksack. Du bist ein sehr kranker Mensch. Ein sehr... Melden over. Was ist da los? Ich habe Vettels Signal verloren. Tomcat, hier ist ein Rettmotor. Hoffentlich haben Sie Zeit. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall? Wir haben die gesuchten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden. Zwei Helis sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssten gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Na gut... Im Hafengebiet also. Na gut. Das heißt, dort werden wir wohl als nächstes hin müssen. Aber erstmal gehen wir zu unseren Leuten zurück. Was meinen Sie zu unseren... Ja, sicher. Nö. Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter, Jungs. Ich habe hier noch eine Weile zu tun. Aussehen zu befohlen? Na gut. Wir haben es nicht mit
Intervall Nummer 2. Einführung. Erste Begegnung. Situation. Vettels Ordnungssignal ging in Auburn verloren. Der Leichnam eines unbekannten Mannes wurde dort gefunden. Der Spionagesatellit Hannibal 3 zeigt eine Replikantenstreitmacht bei der South River Kläranlage. Mission. 4 Agenten erkunden mit SSEGD das Gebiet. Die technischen Offizier, was? Die technische Offizierin Jin Son Naun, wie auch immer die ausgesprochen wird, ist mir auch gerade egal, von 4 bleibt in Auburn. Okay. Aber sobald wir gelandet sind, machen wir einen Cut. Auf zum Hafengebiet, Intervall 2. Das ist schön. Ich wollte schon immer mal im Hafen. Ich wollte schon immer mal hier hinkommen. Vor allem ist es überhaupt nicht auffällig mit so vielen. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig mit so vielen Helis, ne? Ja, wir werden aber nicht mehr in diesem Part vorrücken. Das soll erstmal reichen, so als Einleitung dieses Projekts. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass Beyond the Souls abgebrochen wird, wie im Infovideo ja schon gesagt wurde. Ja, das Infovideo kam vor diesem Video hier, von daher solltet ihr es auch gesehen haben. Wenn nicht, könnt ihr das ja noch nachholen. Und naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ich statt Beyond the Souls jetzt 4 mache. Wenn ihr damit nicht leben könnt, habt ihr jetzt leider Pech, denn dieses Projekt wird kommen, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Ich habe jetzt Bock drauf, auf dieses Spiel. Von daher, ich denke mal, das passt schon, oder? Gut, das soll es aber auch gewesen sein für den ersten Part. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt hier nicht viel geredet habe, einfach weil am Anfang generell viel geredet wurde und ich kaum zu Wort kam, mehr oder weniger. Und ihr auch nicht die Atmosphäre so ein bisschen zerstören wollte. So. Also wenn ihr wollt, könnt ihr dem Ganzen ja gerne einen Daumen rauf geben. Wenn ihr es gut fandet, wenn ihr es schlecht fandet, natürlich einen Daumen runter. Aber ihr müsst es natürlich nicht, sei es freiwillig. Und wer nichts mehr verpassen will, kann gerne ein Abo dalassen. Ist aber alles kein Muss, ist alles freiwillig. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Part genau hier wieder. Also Leute, ich sage tschüss, bis dann.